Dirk Werner, 30 Jahre, Rennsportler aus Leidenschaft und seit dieser Saison DTM-Pilot. Der Niedersachse ergatterte sich den letzten Platz im Fahrerkader von BMW. Das war eine riesen Erleichterung und Freude und Vorfreude und ein riesen, eigentlich auch Gefühlschaos ein bisschen. Das war einfach Wahnsinn. Also ich meine, wir kennen den Dirk Werner ja schon länger, wir sind mit ihm ja schon länger unterwegs. Er hat letztes Jahr in der ALMS auch wirklich eine Top-Leistung gebracht. Top-Leistung war für uns Nummer 1 Kriterium und deswegen ist Dirk Werner zu Recht in unserem BMW M3. BMW ist back. Die Rückkehr in die DTM nach über 20 Jahren und Dirk Werner ist mit dabei. Ich denke, es ist schon ein mutiger Schritt, die DTM in Angriff zu nehmen und sich mit Audi und Mercedes zu messen. Und es war wirklich interessant zu sehen, wie dieses Projekt vorbereitet wurde und wie das Auto entwickelt wurde. Und ich denke, dass im Moment wirklich jeder zufrieden sein kann und stolz sein kann, weil das Comeback, denke ich, wirklich gelungen war. Für Dirk Werner ist die DTM der vorläufige Höhepunkt einer Motorsportkarriere, die bereits 1990 im Kartsport begann. Ich bin relativ lange Kart gefahren, 7 Jahre, und bin dann in die Formel Junior gewechselt. Unter anderem ist da auch der Martin Tomczyk mitgefahren. Ich kann mich noch gut erinnern, wir sind Bundesendlauf 97 gefahren in Walldorf am Hockenheimring. Ich bin damals Zweiter geworden, er Dritter. Und ein Jahr später haben wir uns schon wieder gesehen in der BMW ADC Formel Junior. Also von dem her haben wir schon 2 Jahre mehr oder weniger zusammengefahren. Es gab unheimlich viele Gelegenheiten, bei denen wir uns nicht nur über den Weg gelaufen sind, sondern auch miteinander gesprochen haben. Schon interessant, dass wir uns jetzt nach 13 Jahren wieder treffen und wieder beide bei BMW. Und das ja, ist, denke ich, auch eine Besonderheit. Gemeinsam zum Erfolg. Mit Bruno Spengler hat Dirk Werner im BMW-Team Schnitzer einen der erfahrensten DTM-Piloten an seiner Seite. Natürlich ist es so, dass der Bruno Spengler einfach aufgrund seiner DTM-Erfahrung bei uns die Messlatte im Team legt. Aber der Dirk weiß, wo die liegt und der versucht, da hinzukommen. Ich kann mit ihm darüber sprechen, wie sich das Auto auf der Strecke verhält, mit ihm zusammen über die Strecke gehen oder mit dem Fahrrad über die Strecke fahren und darüber sprechen, wo wir bremsen, welche Linie wir fahren. Ich weiß, wenn ich an einem Rennwochenende so schnell bin wie er, dann bin ich gut unterwegs. Ich glaube nicht, dass er da so viel von mir lernen muss oder nehmen muss. Er macht einfach seinen Weg und macht das sehr gut. Nach außen wirkt Dirk Werner oft ruhig, besonnen, in sich gekehrt. Ein Trugschluss? Ruhig, aber ich glaube, er weiß schon ganz genau, was er möchte. Ich nenne ihn auch den Iceman. Er ist immer so ruhig und relaxed. Ich glaube, es wirkt nach außen anders, als es innen drin ist. Ja, ich bin nervös vor den Rennen, vor dem Qualifying. Also ich bin nicht immer ruhig und entspannt. Aber was bringt den Iceman wirklich in Rage? Gute Frage. Also ich habe ihn noch nie böse gesehen. Ich habe es eigentlich noch nicht erlebt. Man muss mal seine Frau fragen. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man immer ein bisschen Ruhe ausstrahlt und dann andere nicht noch ansteckt mit seiner Aufregung oder seinem Ärger, den man hat. Und ich denke, hat mir noch nie geschadet. Wenn es um Racing geht, dann ist es vorbei mit der Besonnenheit. Dann ist Dirk Werner in seinem Element. Wie auch in seinem ersten Qualifying in Hockenheim. Gleich Startplatz 3, bester BMW. Nur eine Kollision mit Ralf Schumacher verhindert dann erste DTM-Punkte. Der Dirk ist einfach ein Racer, der ist erfahren, der hat die Rennintelligenz, der bringt den Speed mit, einfach ein Topfahrer. Dirk Werner, Rennfahrer aus Leidenschaft. Und schon jetzt mittendrin im Abenteuer DTM.